Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video am Weg zu der Pferdeveranstaltung, auf der ich vor einigen Jahren Wunschtraum gewonnen habe. Meine Haflingerstute, die ich mir dann aus 13 Pferden hier aussuchen durfte. Und der Termin stand wieder an. Ich habe mir es mit einigen Zuschauerinnen ausgemacht, dass wir uns dann vor Ort treffen. Falls du wissen möchtest, wo diese Pferdeveranstaltungen stattfinden, schau sehr gerne in mein Buch hinein. Oh mein Gott, ich habe ein Pferd gewonnen, was nun? Da habe ich alles reingepackt. Alle Infos, die ich da habe, weil ich auf sehr, sehr vielen Pferdeveranstaltungen bin. Habe dann, als wir angekommen sind, am Parkplatz diesen sehr interessanten Pferdeanhänger gesehen mit diesen Seitenwänden. Da gibt es hier so keine Rampenseitenbefestigung. Und wir kommen auf das Gelände, kommen uns dann schon hier einige Hafis entgegen. Auf dieser Pferdeveranstaltung sind nur Haflinge, Mutterstuten mit ihren Fohlen. Und wie süß ist denn der Kleine? Dieser Kleine ist der Halbbruder von Wunschtraum. Der ist so lieb, heißt Noah, ist auch ganz, ganz hell, also heller als diese Stuten. Und da ist noch ein Fohlen gelegen und hat ein bisschen gechillt. Ist ja doch ein eher anstrengender Tag. Hier gibt es so ein richtig goldenes Fohlen, wie dunkel das ist, im Gegensatz auch zu den anderen. Und es gab dann auch ein bisschen Rahmenprogramm auf dieser Pferdeveranstaltung. Und ich habe es dann genauso gemacht wie diese Hunde und habe mir das Rahmenprogramm angesehen. Hier zum Beispiel die Umgänglichkeitsprüfung. Und die hier ist eine liebe Zuschauerin von mir, mit der ich gesprochen habe, weil ich die Stehfrisur von ihrer Stute so cool gefunden habe. Und meine Zuschauerin hat mir erzählt, dass sie bei der letzten Umgänglichkeitsprüfung Letzte geworden ist. Aber so gut, wie sie ihre Stute jetzt gemacht hat, ich glaube, sie wird diesmal nicht wieder Letzte. Da haben Jung und Alt teilgenommen. Dieser kleine Mann hat außer Konkurrenz teilgenommen. Und ich habe dann auch zu meinem Freund gesagt, boah, wenn wir mal Kinder haben, ich sagte, ich möchte auf jeden Fall, dass unser Kind, egal ob Bub oder Mädchen, auf jeden Fall auch hier so pferdeverrückt sein muss. Es wäre zu schön. Ja, und da habe ich dann mit der Zuschauerin dann auch mitgefiebert, wie das dann am Schluss dann war. Hoffentlich ist sie nicht Letzte geworden. Sie war unfassbar sympathisch und sie ist dann nicht Letzte geworden, hat eine Wertnote von 8,3 bekommen, also richtig gut. Und bei dieser Umgänglichkeitsprüfung musst du über eine Plane gehen, Hufe auskratzen, Fliegenspray aufs Pferd sprühen, vorwärts, rückwärts gehen, über eine Brücke, durch einen Flattervorhang, an der Hand im Schritt und Trab vorgehen und an einem Regenschirm vorbei. Und da siehst du dann auch alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Fand ich richtig, richtig cool. Wenn es nicht so mega weit weg von mir zu Hause wäre, hätte ich Wunschtraum eingepackt und wäre da auch hingekommen. So, und jetzt haben sie schon alle versammelt, weil jetzt packen alle ihre Lose raus. Jetzt geht's los mit der Verlosung. Im Vorfeld noch ein paar Sachpreise. Und dann werden auf dieser Pferdeveranstaltung auch zwei Fohlen verlost. Unter anderem auch der Halbbruder von Wunschtraum ist da auch dabei. Also da habe ich auch mit den Züchtern gesprochen. Und der wäre dann auch zu bekommen. Voll cool, wir haben noch was gewonnen. Und so da, so ein Brush-Set. Zweimal, also eins für meinen Freund und eins für mich. Und hier treffen die ganzen Verlosungsfohlen jetzt ein. Es geht nämlich jetzt gleich los in den nächsten Minuten und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Verlosungsfohlen an. Und zwar hier, das hier mit dem kleinen Stern und kleinen Flocke, das mit dem blauen Halfter. Boah, da kommen eh schon hier einige. Die sind jetzt hier alle bei der Verlosung dabei. Oh, 24 ist ja richtig hübsch. Voll süß. Nummer 3. Alle, die bereit sind, ihr Fohlen für 1.500 Euro abzugeben, kommen in den Ring, weil der Zuchtverband dann für jedes Fohlen, was er dann genommen wird, 1.500 Euro dann ausgibt. So, die hat jetzt keinen Gutschein gewonnen. Und jetzt geht es dann gleich los hier mit der Fohlenverlosung. Es werden ja zwei Fohlen verlost. Und zwei Geschenkskörbe noch. Der Halbbruder von Wunschtraum ist so hübsch. Fällt mir richtig gut. Da ist der nicht mega süß, der kleine Noah. Upsi. Das Fohlen wird auch verlost. 917.
meisten Fohlen sind ja auch Hengstfohlen, die ja verlost werden. Auch interessante Blässe. Das sind Stutfohlen. Der letzte Preis ist sehr, sehr hübsch, auch die Nummer 24, auch ein Hengstfohlen. Coole Mähne. Welches gefällt dir am besten? Schreib mir das gerne mal hier in die Kommentare. Oh, hey. Nummer 58, auch ein Stutfohlen. Oh mein Gott, jetzt geht's schon los. Am Ende dieser Zahl steht eine 8. Und vor dieser 8 steht eine 6. Und noch einmal davor steht eine 1. Losnummer 168. Wer hat das erste Fohlen gewonnen? Wer hat das erste Fohlen gewonnen? 168. 168. Und da kommt sie schon. Bravo, gratuliere. Sie hat jetzt die Qual der Wahl und darf jetzt hier aus all den Fohlen hier auswählen. Ich weiß ganz genau, wie dieses Gefühl war. Es ist halt mega crazy. Ich bin gespannt, für welches sie sich dann entscheidet. Die kennen sie anscheinend auch schon. Was heißt, sie wird sich genug Zeit lassen? Also ich hatte nicht so viel Zeit, hier den Fohlen auszuwählen damals. Also ich war maximal überfordert, ich sag's dir, wie es ist. So, dann stellt sie sich dann irgendwo ja, hin und schaut nochmal. Verstärkung. Ah, okay. So ist die Verstärkung, der dann helfen kann. Okay, und jetzt wird das zweite losgezogen. Da. Wer gewinnt das zweite Fohlen? Also das macht er wirklich sehr, sehr gründlich. Die Entscheidung ist gefallen und ich bitte zu uns die Mona Lisa mit der Katalognummer 58. Wow, also die erste Gewinnerin hat sich schon hier im Pferd ausgesucht. Wir gratulieren recht herzlich, viel, viel Glück mit diesem Fohlen und vor allem ganz, ganz viel Freude. Ah, eine Stutfohlen. Also sich für Mona Lisa entschieden, voll cool. So, was ist jetzt mit dem anderen los? Ah, da wird, glaube ich, noch gezogen. Hier. Also er sucht noch und sie hat sich jetzt schon für einen Stutfohlen entschieden. Natürlich ein Gewinnerfoto. Also das heißt natürlich ein Gewinnerfoto, bei mir gab es kein Gewinnerfoto, just saying. Ein blaues. So. Sie haben ein Los jetzt. Wer bekommt das zweite? Jawohl, wir gehen ganz in die andere Seite. Das zweite Fohlen hat gewonnen. An erster Stelle steht eine 1 und an der letzten Stelle steht eine 1. Oha, wer hat? In der Mitte stehen die Zahlen 6 und 8. Und somit Oha. Das Los mit der Nummer 1681. Wer hat? 1681. Ah, cool. Wie süß sie sich freut, voll schön. Ah, so cool. Mobil hat das zweite Fohlen gewonnen. Sie hat sich auf Verstärkung bekommen. Bitte sucht sie Herr Fohlen aus und das dürft sie dann nach Hause nehmen. So, welches Fohlen wird sie dann nehmen? Das vielleicht. Jetzt müssen sie mal schauen, welches sie nehmen. Und ich sag dir, wie es ist, man sieht es momentan nicht. Man sieht diese Pferde einfach in diesem Moment nicht. Man ist noch komplett überfordert. Und ich kann das gerade so richtig gut nachvollziehen. Voll schön. Ich finde es voll toll, wenn man sich einfach so richtig freut. Und gefühlt kennt hier eh jeder jeden. Und die wissen auch ganz genau, wo das Pferd dann auch hinkommt. Und da.
denn der Noah? Halbbruder von Wunschtraum. Und jetzt wird sie gerade nur noch beraten. Zeigt das mal ganz genau hin. Wahrscheinlich sagt sie halt eben auch so, sie hätte gerne einen Stutfohlen, wie es bei uns halt eben war. Ja, dann plötzlich habe ich halt hier Wunschtraum dann gesehen, die ich ja da ein paar Wochen vorher, die ich ja einige Zeit vorher ja schon woanders gesehen hatte, auf einer anderen Pferdeveranstaltung. Wir bitten die Stutfohlen zu uns, sie sollen Stutfohlen werden. Ja, das kenne ich. Alle Stutfohlen jetzt rein. So war es ja bei uns ja genauso. Bitte mit den Hengstfohlen rauszurücken. Es ist jetzt hier wie bei so einer Modenschau jetzt. Welches Fohlen wird es jetzt? So viele Stutfohlen, glaube ich, gibt es jetzt eh nicht mehr. In der Mitte jetzt eben ist hier das noch. Ich glaube, es ist eh nur noch das. Ich konnte ja damals aus 3 Stutfohlen ja wählen. Ja, und das ist es jetzt. Also ich glaube, sie kann es jetzt nicht großartig aussuchen, weil das ist es jetzt einfach. Ja, okay. Die Entscheidung ist gefallen, es soll das Stutfohlen werden. Das Einzige, was auch da ist. Nummer 53, herzliche Gratulation und alles Gute. Bravo. Und somit bekommt der Züchter dann 1.500 Euro. Und sie bekommt das Fohlen. Ich darf mich für das Los. Herzlich bei allen bedanken. Vielleicht sehen wir uns auf der nächsten Pferdeveranstaltung, wenn da auch vielleicht das ein oder andere Pferdchen verlost wird. Wo solche Pferdeveranstaltungen in deiner Nähe stattfinden, siehst du in meinem Buch OMG, ich habe ein Pferd gewonnen, was nun? Das gibt's mit Gratisversand in meinem Onlineshop auf anitagirlythemen.de. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos, wenn du noch mehr Lust hast, weitere Verlosungsvideos anzusehen. Da jetzt gleich draufklicken, kostenlos abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi. Sponsoren, allen Helfern, allen Gönnern.